Weiter geht's mit der lustigen Bauerei. Heute wahrscheinlich auch wieder nicht allzu lange, da die Zeit auch wieder etwas knapp und Lust ein klein wenig im Keller ist. Aber nichtsdestotrotz, die Show muss weitergehen, nicht wahr? Also denne. Schauen wir mal, Spiegel können wir noch machen. Gucken, Interieur lasse ich heute auch mal noch weg, weil das ist doch recht zeitaufwendig. Ich denke, Spiegel machen wir noch, Rücklichter. Und dann mal gucken, was die Stunde geschlagen hat. Also dann das übliche Spiel. User-Ansicht. Erstes Teil ausgewählt. Ja, klar. Da wir ja bei der Corvette waren. Schön alles chrom, was chromt. So. Erklärung könnte heute etwas gelangweilt oder weniger sein. Etwas faul bin heute mit der ganzen Erzählerei. Aber ich denke, das Grobe wisst ihr ja mittlerweile auch selbst. Spiegel in dem Fall auch chrom. Also der eigentliche Spiegel. Die Geschichte soll ja schließlich auch spiegeln bzw. glänzen. Nachträglich. Im Spiegel selber. So, Spiegel auf der anderen Seite dasselbe Spiel. Einmal chrom. Einmal schwarz. Ja, danke. Und nochmal chrom. Ja, klar. Chrom. So, und wie gesagt, Modify, Attach. Wieder schön alles aneinander hängen. Blub. Blub. Andere Seite der Spiegel ebenfalls. Attach da. Attach hier. Hey. Und nochmal. So. Da der ganze Krempel aber ja nur an die Türen muss, die haben wir hier. Machen wir selbstverständlich. Attach. Bup. Und Attach. Bup. Schon wird die ganze Geschichte mit an den Türen fest. So wie die auch sein soll. Gut. Das wäre dies gewesen. Ja, ja, ja. So. Sitze. Ja, mal gucken. Joch, Gott hier. Unseren Flügel können wir auch noch machen. Das ist nicht wirklich der Rede wert. Da haben wir dann auch wieder mal Chromteile. Gucken, ob unsere selbstgemachte No Damage Chrom halbwegs passt. Sieht irgendwie komisch aus. Yeah. Gefällt mir jetzt nicht. Ich hätte gehofft, da wäre vielleicht irgendwie noch ein bisschen Textur zu erahnen. Gut, also das übliche Chrom. Den Flügel, das wäre jetzt die Frage. Macht man da Wagenfarbe draus oder auch schwarz? Das heißt auch, aber na, ich denke, ich mache mal Wagenfarbe. Also Paint. Dann wieder alles schön attachen. Und ich lasse das auch erstmal noch einzeln als extra Part. Wenn ich noch nicht sicher bin, ob man das wirklich an die Kiste nachher dran knallen oder halt dann dementsprechend als extra. Aber dieses Gitter hier. So. Taillight können wir auch noch machen. War doch da gerade. Jawohl. Das artet jetzt auch ein kleines bisschen in Gewurschtel aus, aber das muss, das muss. Wieso haben wir denn nur einen? Ah, da, gut. Frame, die kann man schon mal wieder attachen. Das wäre dann Rückfahrlicht. Ebenfalls Rückfahrlicht. Da kommt dann unsere Lights Immersive wieder drauf. Wie die Geschichte leuchtet. Wo denn? Da. Gut. Ups. Genauen Namen muss ich selber nachgucken.
Weiß ich gerade nicht genau. Aber wie immer erstmal nur ordnungshalber. Da haben wir dann Daylight. Ja, da müssten wir dann mal noch gucken. Auto. Glas. Okay, das da. Das steht ja dann jetzt definitiv fest als Rückfahrlicht. Ja, da ist dann manchmal die Frage, wie macht man? Und man müsste ja eigentlich auch noch einen Blinker haben für hinten. Da wäre dann die Frage, macht man den Ring als Blinker? Oder den Ring dann halt dementsprechend als Rücklicht? Und in der Mitte dann als Blinker? Fragen über Fragen. Laut Forza, den Namen nach, müsste das Rücklicht sein. Und das wäre gar nichts. Einfach nur eine texturierte Lampe, die nicht leuchtet. Finde ich allerdings bescheuert. Ich denke, ich schneide das aus als Blinker. Dann gehen wir in unseren Poly-Mode, wählen das aus. Select, Separated, den Innenteil. Modify, Submesh, Detach, Select Mode an und linke Maustaste. Und dann wäre das ein Blinker für hinten. Dasselbe Spiel auf der anderen Seite. Poly Mode, Select, Separated, dieses, das da. Submesh und Detach schauen wir noch an. Wumm. Indikator Left Rear. Sodele. Dann sind das jetzt meine Blinker. Da kommt dann auch unsere Lights Emmersiv drauf. Da. Wie gesagt, das muss jetzt nicht unbedingt so gemacht werden, wie ich es habe, aber mir persönlich gefällt es so besser. Und ich mache auch beides jetzt als Taillight. Also wieder attachen die jeweiligen Teile. Dann haben wir hier. Ups. Eigentlich egal, ich weiß eh gerade nicht. Left, right. Wird sich rausstellen später. Und dann da auch Lights Emmersiv. Somit leuchtet die ganze Geschichte da komplett. Und nicht wie von Forza vorgegeben, nur der äußere. Finde ich, wie gesagt, persönlich dann schöner. Ja, gut, der Frame wäre dann natürlich noch so eine Sache. Den könnte man jetzt schwarz machen. Oder man macht extra nochmal ein neues Material. Oder hat man das nicht schon? Von den Lichtern, die nicht leuchten. Lights Load Emmersiv. Lights Load Weglas. Ne, der hat man noch keins. Dann gucken wir mal im Material-Editor rein. Doch, haben wir ja doch schon. Da. Lights Load Interieur. Wollte ich doch sagen. Noch für die Blinker schon mal gebraucht. Da. So. Und dann mal wieder das Stück, was nicht leuchtet. Ja. Hätten wir dann auch direkt schwarz machen können. Aber hätte ja sein können, dass es rot wird. Also. Leuchtet nicht, kann man Attach da dran machen. An unseren Body. Lichter bleiben alle einzeln. Müssen nachher auch einzeln sein. Wir gerade mal überall Häkchen reinhauen, so. Und wie gesagt, hier ist unser Glas von den Rücklichtern, wo man jetzt so gar nicht durchgucken kann. Erst wenn man die Geschichte hierhin verschiebt, wird es da durchsichtig. Da kann man schön sehen. Da ist die Lampe. Wäre das Glas jetzt da, weg. Ganz wichtig. Ist jetzt im Moment noch egal, während dem Bauen, wo genau irgendwas steht. Nur nachher, wenn es mal Richtung Fertigstellung geht, müssen wir da unbedingt drauf achten.
So, damit wären dann die Lichter auch fertig für hinten. Den Hammer, den Hammer, den Hammer. Ist aber ein bisschen Chaos drin, weil ich nicht der Reihenfolge nachgebaut habe, wie immer. Wegen der Zeit und so weiter und so fort. Gut, dann machen wir mal hier noch doch noch ein Stück Interieur. Ist ja nur Kleinkram. Manchmal muss man suchen. Das ist nur ein Chromring, das auch und das auch. Wo sind sie? Da. Die kann man dann schon wieder mal attachen. Wenn der nicht will, dann so. Will er immer noch nicht. Ja, Menschenskinder. Kamera ein bisschen drillern. Ja, wieso will er denn nicht? Dann muss er zu Trick 17 drücken, greifen. Und geht hier auf das Kästchen neben dem Attach. Attach Multiple auswählen. Quick Select bleibt aus. Attach to, nehmen wir Change. Suchen uns eins von den Chromen raus. Wäre dann dieses. Okay. In dem unteren Fenster das andere Chrom. Wäre dieses. Und auf OK. Dann wäre die Geschichte auch attached. Automatisch dann, quasi. Gut. Das wäre dieses. Die kann man auch attachen, alle drei. Taronadeln. Gucken, ob die jetzt will. Da war doch gerade. So. Die kann man dann auch attachen. Und dann wäre die Frage. Ja gut, hier Plastik kann man auch noch attachen an. Ne, kann man gar nicht, ist noch keine Textur drauf. Lassen wir die Zeiger leuchten oder nicht? Ich würde sagen, ja. Also machen wir uns den Materialeditor auf. Leitsimmersiel für die Lichter. Das ist noch frei. Gut, da haben wir nochmal ein Leitsimmersiel. Da packen wir dann unser Interieur rein. Wo auch immer das abgeblieben ist. Ja, das müsste doch sein. Jawohl. Und jawohl. So, das wäre dann so jetzt ein bisschen durchsichtig. Dann kann man hier einfach Alpha-Parameters enable raus. Und hier zuweisen. Real Lights. Name vergessen zu ändern. Klar. Ganz wichtig wieder. Interieur. Gut. Und dann, wenn wir gerade eh hier schon mal sind, kann man das Plastik gleich für die Dings nehmen. Machen wir direkt ein Interieur, Interieur. Für den Rest. Nachher. Oder im nächsten Video. Muss immer mal schauen. So. Unser Plastik wird Plastik. Jetzt kann man die ganze Geschichte, wie eben gesagt, attachen. Chrom und Plastik. Und Shakusa und UD müssen warten, bis die Geschichte hier gerade fertig ist. So, die leuchten. Oder sollen später mal leuchten. Dann wäre die Frage dauerhaft oder nur mit Beleuchtung abends, nachts, beziehungsweise Scheinwerfer. Und ich würde sagen, wir machen das nur so, dass die auch angehen, wenn die Scheinwerfer angehen. Also bleibt es auch ein Einzelteil. Und dann mal wieder, damit wir die Übersicht behalten. Ja. Zack. Und das hier wäre dann erstmal. Muss dann dem Rest später hinzugefügt werden. Kommen wir ja noch zu.
Ja, Interieur, wie gesagt, ist mir für heute echt zu viel. Und Lenkrad vielleicht noch. Gucken, wie die Geschichte da aussieht. Und Plastik. Schauen wir mal, wie das Interieur aussieht. Wenn wir die Interieurtextur da drauf brezeln. Okay. Dann gehen wir wieder hier Materialeditor. Interieur. Alpha. Parameters enable aus. Zack. Dann ist die Textur nicht mehr durchsichtig. Da wird einfach nur schwarz. Wäre natürlich schön, wenn man hier irgendwie so ein Holz Rahmen hätte, aber naja, lassen wir erstmal so. Mal gucken. Aber so Sachen mappen ist ein bisschen ja bescheiden. So runde Sachen. Sei denn, da gibt es irgendeinen Trick für, den ich noch nicht kenne. Wäre ja nicht ausgeschlossen. So. Dann machen wir überall unser Interieur drauf auf der Lenkrad. Da könnte man natürlich auch wieder anstatt hier Interieur Chrom drauf machen, dann glänzt das. Mache ich auch, glaube ich, sogar. Weil, wie schon tausendmal erwähnt, Chrom an der Karre ist einfach Pflicht. Und dann kann man den ganzen Spaß auch schon wieder modify und attachen. Da könnten wir jetzt auch schon unser Plastik von den Tachonadeln mit dranhängen. Wird ja nachher eh alles Interieur sein, von daher passt das schon. Tada. So. Mal kurz bei die Sitze noch gucken und dann denke ich, muss das auch für heute schon wieder reichen. Sitze wären dann auch so eine Sache mit Mappen und Tralala. Dann lasse ich jetzt auch erstmal nur die Standardtexturen. Chrom kann man wieder attachen. Da haben wir zweimal Leder, kann man attachen. Ach, in dem Fall kann man eigentlich alles attachen, weil wir ziehen ja die Originaltextur drüber. Plastik. Ach du Güte. Ups. Plastik und nochmal so ein kleines Dings da. Zack. Und da tun wir jetzt einfach Interieurtextur beziehungsweise Material drauf und dann Manu. Eigentlich hätte das da jetzt rot sein müssen. Eigentlich. Aber auch so kann es gehen im Leben. Mal kurz gucken. Nö. Gut, das ist jetzt ein bisschen seltsam. Normal ist das automatisch immer dann soweit, dass das wenigstens passt. Dann bin ich mal so frei und lösche das nochmal. Macht den Spaß nochmal neu. Dann machen wir es so wie sonst auch. Aber mit dem. Ach so, die Teile wären nochmal chrom gewesen und nicht rot. Aha. Da wären wir wieder bei dem Chrom-Wahnsinn gewesen an dem Auto. Ihr persönlicher Recht. Ha. Aber gut, dann machen wir so nach dem üblichen. Trotzdem erstmal. Dann kriegen wir auch ein bisschen mehr Farbe da rein, wenn wir schon Originaltextur lassen. Oder hier in dem Fall dann. Moment. Ja, gut. Chrom machen wir dann wieder Chrom. Leder machen wir Interieur drauf. Vielleicht mache ich da später nochmal ein extra Part für die Mapperei. Aber Sitze und so mache ich auch höchst ungerne. Das ist wirklich Gefuddel. Gefummel. Sei denn, wie erwähnt, irgendwer kennt da einen Trick, den es wahrscheinlich irgendwo gibt, wenn die Geschichte einfacher und schneller geht. So, jetzt können wir das hier wieder attachen. Bump.
Mump. Bump. Mit einem Lenkrad. So. Sieht natürlich dann so okay aus, allerdings nicht relativ spektakulär, weil halt kein Muster drauf ist. Wenn man jetzt normale Ledertextur nehmen würde und das da ordentlich drauf mappt, sähe natürlich geiler aus. Aber mal gucken, was die Tage noch so bringen. Das sind alles so Sachen, die ich höchst ungern mache oder dann später nochmal, nachträglich. Und wenn man das jetzt in dem Fall nachträglich machen wollte, müsste man das wieder davon abtrennen, das Lederteil, weil auch gar kein Problem ist. Dann gehen wir einfach wieder in unseren Poly-Mode, wählen das Ganze hier aus. Im Select-Mode sind wir noch. Und dann hier Select by Material. Wählen unser Interieur aus. Und zack. Ist natürlich in dem Fall jetzt extrem blöd, weil man ja da wer weiß, wo überall Interieur-Textur drauf haben. Da wäre vielleicht sinnvoller, man geht doch nochmal einen Schritt zurück und macht direkt ein Material mit Leder, lässt aber die Interieurtextur drauf. Dann hat man nachher einfacher mit dem Detachen zum nachträglichen Mappen. Weil so einzeln auswählen hier mit Select und Separated ist dann scheiße. Wobei das bei Hidden Sitzen noch geht, aber ist echt umständliches, blödes Gefummel. Mal gucken, wie weit ich hier mit meinem Zurückknopf komme. Tja, Glück gehabt. Somit machen wir dann, wie erwähnt, ein Material für Leder. Auch wenn wir da jetzt dieselbe Textur drauf machen, erstmal. Beziehungsweise ich suche mir jetzt schon mal irgendein Leder aus. Aus meinem Katalog. Lass aber das Mappen erstmal noch weg. Ach verdammt. So. Hier ist noch irgendwo dieses da. Wo ist denn das Graue? Ach komm. Was ist denn los hier? Nee. Na komm, wir nehmen einfach jetzt mal hinter dir. Das ist natürlich die Auflösung Wahnsinn. Die nehmen wir natürlich auf keinsten Fall später. Weil das ist echt Schwachsinn. So, Name wieder anpassen. Und dann nehmen wir hier jetzt als Textur unser neues Leder. Ja, es hat sich natürlich das Bild schon etwas verändert. Es ist nicht mehr so dunkel wie eben mit dem Schwarz. Zwangsläufig. Da ist schon Plastik noch drauf von eben. Da auch. Und jetzt kann man wieder attachen. Auch wenn dann heute etwas umständlich ist. Oder zumindest so aussieht, als ob. Manchmal muss man einfach ein bisschen ausprobieren. So, jetzt werden wir wieder so weit wie eben. Alles ein Teil. Und wenn wir jetzt, wie gesagt, Polymode da drauf, Select bei Material, wählen hier unser Leder aus, dann haben wir nur die Sitze, die man dann davon nochmal trennen kann zum nachträglichen Mappen. Falls und ob und überhaupt. Weil die ganze Geschichte wirklich macht später. Ja, und wie gesagt, Zeit war heute mal wieder auch nicht so. Und die Lust gleitet auch ein wenig. Somit machen wir hier auch schon wieder Ende für heute. Wobei, eins können wir hier noch. Nochmal zum Zeigen. So sieht man unser Interieur jetzt gar nicht. Müsste man dann wieder vor unsere Scheiben schieben, beziehungsweise auch vor unsere Türen. Zack. Damit man dann halt, wie auch bei den Lichtern, durchgucken kann. Aber auch das ist dann nur wichtig später beim Finalisieren der ganzen Geschichte. Und ganz wichtig, die ganze Zeit nicht erwähnt, immer wieder zwischendurch mal
speichern unter irgendwelchen Namen, bevor ihr irgendwas macht, wo ihr euch nicht sicher seid, oder auch einfach nur aus Sicherheitsgründen, falls ihr gute Z-Modler einfach mal die Biege macht. Kann natürlich auch gut passieren schon mal. Das Programm ist leider auch nicht unbedingt das Beste. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich auch und hoffe, ihr seid noch da, wenn es mit Teil 5 weitergeht. Nein, schon mit Teil 6. Gut. Also, bis dahin.